Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vorweg sei mir am Tag nach der Bundestagswahl, 25 Jahre nach der Bundestagswahl, der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl, bei der einige, die hier im Saale sitzen, schon damals kandidiert hatten und gewählt worden sind. Lieber Volker, lieber Herr Präsident Riesenhuber, der Präsident des Deutschen Bundestages und einige andere mich eingeschlossen. Ich will einfach sagen, es ist doch wunderschön, dass wir 25 Jahre ein gemeinsames Parlament haben und zwischenzeitlich es fast vergessen, dass es am 2. Dezember 1990 soweit war. Hier fehlt der Applaus. Ja. Also, Herr Minister, ich möchte mich eigentlich ungern darauf einlassen, dass die Regierung demnächst den Applaus bestellt und noch weniger, dass das Parlament diesem Appell bereitwillig folgt. Sehr verehrter Herr Präsident, ich bitte um Entschuldigung, dass ich nicht erkennbar gemacht hatte, dass diese Passage die des Bundestagsabgeordneten Christian Schmidt war und als Mitglied dieses Hauses er diese Möglichkeit nutzen wollte. Ich freue mich im Übrigen in gleicher Weise, dass wir die Delegation der Knesset hier haben, als langjähriger Herr Präsident wieder parlamentarischer Vorsitzender der Freundschaftsgruppe Bundestag Knesset, freue ich mich sehr und weiß auch, dass wir in dem Themenbereich, über den wir sprechen, erhebliche Potenziale zur Zusammenarbeit haben, die wir auch anlässlich der 50 Jahre diplomatischer Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern auch verstärkt und dokumentiert haben mit einigen Projekten. Ich freue mich auf weiterhin gute Zusammenarbeit mit dem Staat Israel und seinen Repräsentanten. Meine Damen und Herren, Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, der 12. Tierschutzbericht, den die Bundesregierung im November vorgelegt hat, ist Zwischenbilanz und Auftragsbuch für die Zukunft. Der Berichtszeitraum erstreckt sich auf die Jahre 2011 bis 2014, in dem die Novellierung des Tierschutzgesetzes und die Initiative Eine Frage der Haltung, neue Wege für mehr Tierwohl fallen. Und ich habe hierüber zu berichten. Es bleibt festzustellen, dass der Tierschutz erhebliche Fortschritte gemacht hat, wenngleich noch manches zu tun bleibt. Das Staatsziel Tierschutz, wie es in Artikel 20a unseres Grundgesetzes verankert ist, ist dabei Leitlinie. Tiere als Mitgeschöpfe zu sehen, denen wir im Hinblick auf ihre Bedürfnisse, auf Haltungsformen etc. gerecht werden müssen, das ist die Daueraufgabe, die sich wie ein roter Faden durch die Politik der Bundesregierung zieht. Dem Tierschutz kommt bei jeder Abwägung Gewicht zu. Tierschutz ist auch keine Aufgabe, die man einmal als erledigt abhaken kann. Tierschutz muss mit Leben gefüllt werden, täglich bei politischen Entscheidungen, in den Ställen, an der Ladenkasse oder zu Hause bei der Fürsorge für die Heimtiere. So ist diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe die Grundlage für die politische Herangehensweise. Ziel muss sein, die Tierhaltung in unserer Gesellschaft so fortzuentwickeln, dass sie eine faire Chance hat und die Tiere eine faire Chance haben, den hohen Ansprüchen gerecht und ordnungsgemäß und anständig gehalten zu werden. Dieser Weg ist anspruchsvoll, vielschichtig, aber ich meine schon wirkungsvoll. Wir müssen dabei alle an einem Strang ziehen, Kommunen, Länder und Bund. Bessere Kooperation brauchen wir auch mit den Kommunen. Ich denke an die Tierheime. Dort leisten die Tierschutzverbände und viele Ehrenamtliche Herausragendes. Gleichwohl können sie den Tieren in vielen überlasteten Heimen nicht immer gerecht werden, gerade zur Urlaubszeit und nach Weihnachten. Hier müssen die Kommunen Verantwortung übernehmen. Wir sind zum Dialog hierüber bereit. Leider konnte dieses Thema im Berichtszeitraum nicht befriedigend beantwortet werden. Wir wollen konkrete Verbesserungen des Tierwohls in der Breite erreichen und dabei unsere Landwirtschaft wettbewerbsfähig halten. Ja, wir wollen sie sogar noch stärken, indem wir Tierschutz zum Qualitätsmerkmal ausbauen. Deshalb fordere ich auch von den Bundesländern, fordere ich sie zum koordinierten Vorgehen auf. Und wir sind auch bereit, Koordinierungsarbeit zu leisten. Ich freue mich, dass das Früchte
Die Zusammenarbeit im Staatssekretärsausschuss Tierschutz, den ich ins Leben gerufen habe, trägt bereits Früchte. Die Zusammenarbeit steht vor Selbstprofilierung, denn es geht nicht darum, jemanden zu dienen, sondern den Tierschutz voranzubringen. Ich darf darauf hinweisen, dass wir sowohl bei der Beendigung der Kleingruppenhaltung von Legehennen als auch bei der engeren Koordinierung unserer Forschungsaufgaben Erfolge erzielen und erzielt haben. Wichtig ist, dass klar wird und deutlich wird, dass der Vollzug des Tierschutzgesetzes ein starkes Instrument ist. Vollzug bestehender Gesetze geht vor deren Änderung. Und da und dort ist festzustellen, dass der Vollzug noch besser werden kann. Es gibt auch effektive Hebel, die eben auf diesem Ansatz aufbauen, beispielsweise die dringend notwendige Beendigung des massenhaften Tötens männlicher Küken. Ich fordere die Entwicklung von echten Alternativen. Wir sind hier sehr weit fortgeschritten. Manchmal wird übersehen, dass derjenige, der ans Gesetz geht, immer an die verfassungsrechtlichen Grenzen auch von Übergangsfristen gebunden ist und dass es deswegen klüger sein kann, das Gesetz in die Anwendung zu geben, bevor man das Gesetz ändert. Ich bin sehr optimistisch, dass wir in diesen Bereichen deswegen schneller vorankommen als mit Gesetzesänderungen. Genauso gilt das für das Ende des routinemäßigen Kürzens von Hühnerschnäbeln. Schon ab August 2016 soll damit Schluss sein. Das ist verbindliche Freiwilligkeit, die wirkt. Der Tierschutzbericht zeigt allerdings auch, Regulierung ist ein Baustein unserer Politik, dort, wo eine freiwillige Verpflichtung nicht erfolgversprechend ist. Wir haben im Berichtszeitraum mit der Änderung des Tierschutzgesetzes wesentliche Verbesserungen erreicht. Das trifft insbesondere auf den Schutz von Versuchstieren zu, aber auch von Heim- und Nutztieren. Beim Schutz von Versuchstieren hat sich Deutschland bereits in der Vergangenheit eine gute Vorreiterrolle erarbeitet. Diesen Weg will ich mit der Einrichtung des Deutschen Zentrums zum Schutz von Versuchstieren, das wir in diesem Jahre öffnen konnten, konsequent weitergehen. Ziel muss sein, Alternativen zu Forschungsarbeiten ohne Tiere zu finden. Bei Heimtieren haben wir eine erweiterte Erlaubnispflicht für die Einfuhr geschaffen, um insbesondere dem illegalen Welpenhandel, der leider stark um sich greift, einen Riegel vorzuschreiben. Zudem haben wir seit letztem Jahr die Informationspflicht der Käufer über die wesentlichen Bedürfnisse des Tieres und der Haltung. Regulierungsbedarf sehe ich derzeit bei der Vermeidung der Schlachtung hochträchtiger Tiere und ich will ein Haltungsverbot für Pelztiere erreichen. Formulierungshilfen für entsprechende Regelungen stellt mein Haus dem Parlament zur Verfügung. Ich erwarte, dass wir hier bald zu Lösungen kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Tierwohl ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Gemeinsam müssen wir eine Haltung entwickeln und das geht nur im verbindlichen Gespräch. Ein ganz profilierter Tierschützer, ethisch sehr fundiert und eine Person, an der man sich nur orientieren kann in seiner Ausrichtung, hat wie Folgendes gesagt. Ich zitiere mit Genehmigung des Präsidenten. Ich bemerke, dass wir oft in falscher Weise für die misshandelte Kreatur eintreten. Wir tun es im Zorn und bringen die Menschen mit einem Schein des Rechts gegen uns auf, wegen der Art, wie wir uns in die Dinge mischen, und haben es uns dann selber zuzuschreiben, wenn wir ein barsches "Das geht Sie nichts an" zu hören bekommen, wo ein ruhiges und freundliches Wort keinen solchen Trotz im anderen geweckt hätte. Ein Zitat von Albert Schweitzer. Den Dialogprozess meines Hauses Landwirtschaft und Gesellschaft setze ich gerade auf diesen Punkt auf. Ich biete an, die Vorstellungen von Verbrauchern, Tierschützern, Tierhaltern, Landwirten und allen Menschen im Schweizer Sinne im ruhigen und freundlichen Austausch auszutarieren und anzunähern. Mein Kompetenzkreis Tierwohl spielt mit konkreten Vorschlägen hier auch eine wichtige Rolle. Ich will all denjenigen, die sich in ihrem Wirkungskreis schon jetzt für das Tierwohl stark machen, verbindlich eintreten, Tierschützern wie Tierhaltern meinen Respekt aussprechen. Wir müssen uns die Frage stellen, wie viel Tierschutz wollen wir uns leisten und wie wollen wir die Kosten gesellschaftlich verteilen. Tierschutz kann nur erfolgreich sein,
wenn wir uns in der gesamten Europäischen Union auf hohe Standards verpflichten. Nur so können wir verhindern, dass die Nutztierhaltung aus Deutschland in Länder mit niedrigeren Standards abwandert, auch zulasten der Tiere. Hohe Standards auf Gemeinschaftsebene sind der Schlüssel für beides, Tierwohl und ökonomische Perspektiven der Landwirte. Deswegen erwarte ich auch von der Europäischen Kommission, dass sie hier Engagement zeigt. Ich bedanke mich beim Europäischen Parlament, dass gerade in dieser Woche das Thema aufgegriffen hat. Wir stehen vor der Fortschreibung des Tierschutzberichtes bzw. der Tierschutzinitiative der Europäischen Kommission und Europäischen Union. Und ich kann Ihnen sagen, da ist noch sehr viel zu tun. Deswegen ist mein Ziel, auf europäischer Ebene mit, wie man sagt, like-minded, mit Gleichgesinnten, diese Fragen auf hohem Standard gemeinsam voranzubringen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Geflügel- und Schweinehalter haben sich gemeinsam mit dem Lebensmitteleinzelhandel in der Brancheninitiative zusammengeschlossen, um Fairness und Tierwohl miteinander zu vereinen. Danke für solche Initiativen. Es kommt darauf an, solches Engagement zu verstetigen, denn für mehr Tierwohl muss es auch mehr Geld geben, bis hin zur Frage, wie wir das in der Neuausrichtung der europäischen Agrarpolitik in der nächsten Förderperiode mit einbringen werden. Das wird eine wichtige Diskussion sein. Herr Minister, Sie müssen vielleicht mit Rücksicht auf die Zeit. Herr Präsident, abzüglich meiner wenigen Minuten, die ich als Abgeordneter gesprochen habe, will ich für die Bundesregierung hier festhalten, mit vereinten Kräften, nur mit vereinten Kräften können wir das erreichen. Ich bedanke mich auch für manchen kritischen Dialog, den wir hier im Deutschen Bundestag führen. Es ist ein ganz wichtiger Ansatz für ein gemeinsames Ziel. Herzlichen Dank. Ja, und wir haben wieder mal gelernt, was wir natürlich wussten, dass auch ein Minister Abgeordneter ist oder sein kann, muss ich genauer gesagt sagen. Er muss nicht unbedingt Bundestagsabgeordneter sein. Aber ich erkläre Ihnen gelegentlich einmal die komplizierten Verrechnungsmechanismen zwischen den Redezeiten der Bundesregierung und der davon besonders begünstigten und zugleich betroffenen Fraktionen. So, und nun erhält das Wort die Kollegin. Ja, das ist dann in der praktischen Umsetzung in der Tat ein Problem, wobei ich annehme, dass die gesamte Redezeit auf den Minister mitgegangen ist. Hier geht es um den Tierschutz. Nächste Rednerin, die tierschutzpolitische Sprecherin Birgit Menz von der Linken. Ja, im 12. Tierschutzbericht der Bundesregierung sind Fortschritte in der Entwicklung des Tierschutzes zu erkennen. Zugleich ist der Bericht jedoch ein Beleg für die zahlreichen Mängel, die in diesem Bereich noch immer bestehen. Ich möchte drei mir besonders wichtige Themen herausgreifen. Im 3. Gesetz zur Änderung des Tierschutzgesetzes wurde festgehalten, dass die Sachkunde für Heimtierhalterinnen zu steigern sei. Die Tierhändlerinnen sind nun angehalten, den Kundinnen etwas Schriftliches mitzugeben, das über die wesentlichen Bedürfnisse des Tieres aufklärt. An keiner Stelle wird jedoch überprüft, ob und wie die Tierhalterinnen diese Gebrauchsanleitung befolgen. Auf diese Weise endet die öffentliche Verantwortung bereits mit dem Kaufvertrag und bleibt der Einzelperson überlassen. Bedenklich ist auch der Handel und Umgang mit exotischen Tieren. Zwar räumt die Bundesregierung ein, dass es hier immer wieder zu Tier- und Artenschutzproblemen kommt, dass es aber an auswertbaren Daten fehle. Es ist durchaus zu begrüßen, dass die Bundesregierung ein Forschungsprojekt in Auftrag gegeben hat, um herauszufinden, welche Maßnahmen zur Verbesserung des Tierschutzes bei der Haltung von exotischen Tieren in Privathaushalten als geeignet gelten. Wir meinen, die Erstellung einer roten Liste für Händlerinnen würde eher helfen, den Handel mit exotischen Tieren einzudämmen und somit zumindest diese Tiere zu schützen. Auch die rechtliche Lage betreffend der Zirkustierhaltung ist zu kritisieren. Hierbei bestimmen lediglich rechtlich nicht verpflichtende Leitlinien die Haltung und Nutzung der Zirkustiere. Außerdem stehen die Grundrechte Tierschutz, Berufsfreiheit und Eigentumsfreiheit, ähnlich wie bei der bereits erwähnten Haustierhaltung, in einem Konflikt, sodass ein wirklicher Tierschutz auch in diesem Bereich nicht erreicht werden kann. Tiere nehmen in der deutschen Rechtsordnung eine seltsame Position ein. Zwar sind Tiere ausdrücklich nicht als Gegenstand und Sache zu betrachten, jedoch werden sie in vielen Bereichen der Gesetzgebung als solche behandelt. Sichtbar wird dieses Spannungsverhältnis etwa bei Tierheimen.
Den meisten Tierheimen wird nach 4 Wochen die Finanzierung zur Versorgung der herrenlosen Tiere seitens der Kommunen versagt, indem das Fundtier seinen Status als Lebewesen abgesprochen bekommt und zum Gegenstand degradiert wird. Fazit: Die Tierheime bleiben auf ihren Kosten sitzen. Ja, die Fundtierbetreuung ist eine kommunale Aufgabe, aber die Kommunen haben mit klammen Kassen zu kämpfen. Wir sagen, der Bund ist in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Umsetzung des Tierschutzes in den Kommunen finanziell abgesichert werden kann. Denn auch ein verfassungsmäßiges Staatsziel wird der Tierschutz nicht ohne die notwendigen Ressourcen, dann wird er zur leeren Hülle, wenn das nicht passiert. Wir fordern auch eine klare rechtliche Regelung zur Anerkennung des Tieres als Lebewesen, damit erstens die Tierheime finanziell entlastet werden, zweitens unser gesellschaftlicher Umgang mit Tieren eine stärkere Bedeutung bekommt und drittens, um die Rechte im Interesse des Tierschutzes wirksamer zu stärken. Abschließend möchte ich noch auf ein sehr grausames Thema zu sprechen kommen: die nach wie vor erschreckende Zahl getöteter Tiere für bzw. durch Tierversuche. Laut offizieller Statistik sterben in Deutschland jährlich etwa 3 Millionen Tiere in Versuchslaboren. Allein durch Vorratszüchtung werden Millionen Tiere getötet. Der Grund ist, dass sie nicht das richtige Geschlecht oder das richtige Alter haben und deshalb für die Versuche nicht in Frage kommen und in der Folge getötet werden. Ebenso skandalös ist, dass Tierversuche für die Entwicklung von Kosmetika zwar verboten sind, aber Chemikalien, die nicht ausschließlich für kosmetische Zwecke zugelassen werden sollen, zum Beispiel Inhaltsstoffe von Reinigungsmitteln, in Tierversuchen geprüft werden dürfen. Die Lösung des Problems kann nur darin bestehen, Tierversuche, wohlgemerkt ohne Hintertürchen, sofort auf das Notwendigste zu beschränken, in Zukunft gänzlich darauf zu verzichten und durch Alternativmethoden zu ersetzen. Der aktuelle Tierschutzbericht der Bundesregierung macht deutlich, dass für einen wirksamen Tierschutz noch einiges zu tun ist. Vielen Dank. Für die SPD. Nächste Rednerin ist jetzt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD, Ute Vogt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Von Mahatma Gandhi stammt der Hinweis, ich zitiere, Herr Präsident: Die Größe einer Nation und ihr moralischer Fortschritt auch danach beurteilt werden können, wie sie ihre Tiere behandelt. Und ich denke, das zeigt, dass es auch ein gutes Zeichen ist, dass wir als Koalition dieses Thema heute Morgen auch in einer Kernzeit behandeln. Denn in der Tat zeigt sich die zivilisatorische Größe einer Gesellschaft schon auch im Umgang mit den Tieren. Der vorliegende Bericht, das habe ich erfreut gehört, auch vom Minister, ist auch aus seiner Sicht lediglich eine Zwischenbilanz. Und noch mehr hat mich gefreut zu hören, dass auch unser Minister den Bericht als Auftrag sieht, bei diesem Thema nicht nachzulassen. Es hat sich einiges getan. Wir haben zu Recht gefeiert, dass wir im 2002 das Grundgesetz geändert haben und das Staatsziel Tierschutz auch im Grundgesetz verankert haben. Aber hier gilt, was der langjährige Vorsitzende der Tierschutzkommission beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Professor Hartung, gesagt hat: Das Staatsziel alleine hilft nicht in der täglichen Praxis. Automatisch geht es dadurch keinem Tier besser. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es braucht uns als Gesetzgeber des Bundes, es braucht das Ministerium als Verordnungsgeber und es braucht auch zum Vollzug und der wirksamen Überwachung eine stärkere und intensivere Bearbeitung des Themas in den einzelnen Bundesländern. Die Novellierung des Tierschutzgesetzes in der letzten Legislaturperiode war sicher ein erster Schritt, auch in die Richtung, unser Staatsziel Tierschutz besser umzusetzen. Aber es ist ein Schritt gewesen, der damals leider hinter den Möglichkeiten, aber vor allem auch hinter den Notwendigkeiten im Sinne der Tiere zurückgeblieben ist.
Wir haben deshalb, als wir unseren Koalitionsvertrag geschlossen haben, im Bereich des Tierschutzes ausdrücklich weitere Maßnahmen vereinbart. Und die Kollegin Karin Thyssen wird später für den Bereich Landwirtschaft noch ein paar Ausführungen machen. Und ich will mich konzentrieren auf die anderen Bereiche, weil wir die erste Hälfte der Legislaturperiode, denke ich, genutzt haben, um uns wirklich gründlich vorzubereiten. Jetzt ist in der Arbeit das Thema Verbot von Pelztierfarmen, das Thema Haltung von Wildtieren, aber auch der Handel mit Wildtieren, das Thema, wie gehen wir um mit Tierbörsen in der Zukunft und wie verhindern wir zum Beispiel Qualzuchten. Das sind alles Anträge, die derzeit in der Bearbeitung sind, wo wir gemeinsam dran sitzen und verhandeln. Und ich wünsche mir, dass wir sehr zügig Anfang des Jahres auch zu gemeinsamen Beschlüssen zu diesen Verhandlungen kommen. Denn es ist trotzdem noch einiges vor uns. Wir haben gehört vom Kompetenzkreis Tierwohl, der dann auch Ergebnisse hat, die wir umsetzen müssen. Es gibt das wissenschaftliche Gutachten des Agrarbeirats beim Landwirtschaftsministerium. Und auch diese Erkenntnisse harren der Umsetzung, ebenso wie das Thema Tierheime, wo wir ausdrücklich im Koalitionsvertrag vereinbart haben, uns um das Thema zu kümmern. Und wo ich erwarte, dass auch der Städte- und Gemeindetag seine Verantwortung wahrnimmt und das Gespräch zu diesem Thema nicht länger verweigert. Ein Punkt könnte sein, dass wir zum Beispiel den Tierheimen helfen, indem wir eine Registrierungspflicht für Haustiere einführen und sagen, jeder, der sich einen Hund oder eine Katze zulegt, muss diese auch registrieren lassen. Das würde vieles helfen, weil viele Kosten bei den Verursachern liegen würden und nicht alleine bei den Kommunen oder wie im Moment hauptsächlich bei den Tierheimen und ihren Vereinen und Betreibern. Es gibt, denke ich, jede Menge, was wir angehen können. Es ist verdienstvoll, dass wir in dieser Legislaturperiode dem Thema mehr Bedeutung haben zukommen lassen als Regierung, als das noch in der letzten Legislaturperiode der Fall war. Aber ich muss auch sagen, im Wesentlichen haben wir die ersten beiden Jahre genutzt, um Kommissionen zu arbeiten zu bringen, um Workshops durchzuführen, um Gutachten in Auftrag zu geben und um freiwillige Verbindlichkeiten zu vereinbaren. Das sind alles wichtige und richtige Initiativen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, aktiver Tierschutz braucht auch Tatkraft und braucht auch konkrete Entscheidungen und braucht vor allem manchmal auch Entscheidungen, die dem einen oder anderen wehtun und mit denen man auch mal jemand auf die Füße treten muss. Und deshalb möchten wir gerne in der SPD mit unserem Koalitionspartner zusammen diese gute Vorarbeit der ersten beiden Jahre nutzen, um jetzt dann auch im zweiten Teil der Legislaturperiode an ein paar Dingen konkrete Entscheidungen zu treffen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das wird nicht gehen, ohne dass wir nicht auch das Tierschutzgesetz anpassen und anfassen. Ich weiß, da haben viele von Ihnen Sorge aus Erfahrungen der letzten Legislaturperiode. Aber wir müssen da noch mal ran, wenn wir auch grundsätzlich was im Sinne der Tiere verbessern wollen. Es geht um ein Tierschutzgesetz, dass es zu novellieren gilt, damit wir auch weiter uns an den Bedürfnissen der Tiere orientieren. Und ich sage Ihnen, wenn Sie heute auch diskutieren in der Bevölkerung, das Thema hat nicht nur im Deutschen Bundestag inzwischen einen höheren Stellenwert als in früheren Jahren, sondern es hat vor allem auch bei den Bürgerinnen und Bürgern einen sehr hohen Stellenwert. Und dem müssen wir gerecht werden. Und in diesem Sinne haben wir viel vorgearbeitet. Wir haben Ihnen das zum großen Teil ja auch schon zugeleitet. Wir sind mitten in der Diskussion. Und wie gesagt, nach 2 Jahren gründlichster Vorbereitung folgt jetzt 2 Jahre Tatkraft im Sinne der Tiere und ein novelliertes Tierschutzgesetz am Ende dieser Legislaturperiode. Das ist ein gutes Ziel für unsere Koalition. Und dann wäre der nächste Tierschutzbericht noch mal euphorischer und erfolgreicher, als der heutige es schon sein kann. Dankeschön.
Debatte über den Tierschutz. Schon zum 12. Mal wird der Tierschutzbericht durch die Bundesregierung hier vorgestellt und debattiert. Diesmal in der Kernzeit sehr prominent platziert. Und die nächste Rednerin, Nicole Mahisch. Ich finde es schon erstaunlich, dass Sie so stolz auf diesen Bericht sind, dass Sie ihn heute Morgen zur besten Debattenzeit hier der Öffentlichkeit präsentieren wollen. Weil dieser Bericht zeigt auf über 100 Seiten, dass die Große Koalition für den Tierschutz so gut wie nichts erreicht hat. Und Kollegin Vogt, bei allem Respekt, also Euphorie sprühte jetzt weder aus Ihrem Redebeitrag noch aus den Worten des Ministers über das, was Sie bisher getan haben. Also ich würde sagen, da ist doch deutlich Luft nach oben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir uns den Bericht anschauen, welches Gesetz, welche Verordnung wurde denn auf Ihre Initiative hin erlassen. Sie haben bei den drängenden Problemen im Tierschutz ja nicht mal einen Zeitplan. Wir haben eine kleine Anfrage gestellt, haben gefragt, wann wollen Sie endlich eine Nutztierhaltungsverordnung machen für die Milchkühe, für die Puten, fürs Wassergeflügel? Wir haben keine Antwort bekommen. Es gibt nicht mal einen Zeitplan. Ich finde, diese Koalition zeigt sehr deutlich, dass sie nicht viel für den Schutz der Tiere tun will. Und ich finde es ganz interessant, dass jetzt von Seiten der SPD schon wieder gesagt wird, wir wollen das Tierschutzgesetz anpacken. Finde ich super. Der Minister hat gestern in der Presse gesagt, auf keinen Fall werden wir das Tierschutzgesetz anpacken, weil ja dann diese ganzen nervigen Tierschützer alle möglichen Änderungsvorschläge haben, die uns stören und in unserer Behäbigkeit im Regieren irgendwie hindern. Von daher finde ich es sehr interessant, die Auseinandersetzung zwischen Ihnen anzuschauen. Ja. Das Tierschutzgesetz, das wollen Sie nicht anpacken. Deshalb, Sie haben es angekündigt, Sie wollen was tun bei der Schlachtung trächtiger Kühe und für den Schutz der Pelztiere. Das ist durchaus ehrenwert. Aber wenn man sich anguckt, wie Sie das umsetzen wollen, da wollen Sie ein Gesetz nutzen, das eigentlich dafür da ist, Robbenprodukte und chinesisches Hundefell vom deutschen Markt fernzuhalten, weil Sie so große Angst haben, dass, wenn man ans Tierschutzgesetz geht, alle möglichen anderen Wünsche der Tierschützer noch aufs Tapet kommen. Ja. Weil wenn wir das Tierschutzgesetz anpacken, dann müssen wir ja noch über alle möglichen anderen Dinge reden. Trächtige Kühe und Pelze, da sind wir uns vielleicht schnell einig. Aber was ist denn bei den Tierversuchen? Warum haben denn die Behörden kaum die Möglichkeit, wirklich abzuwägen zwischen Tierschutz und Forschungsinteresse? Herr Schmidt, es ist ja nicht richtig, was Sie gesagt haben. Sie haben hier wörtlich gesagt von diesem Pult, dem Tierschutz kommt bei jeder Abwägung Gewicht zu. Bei den Tierversuchen ist das genau nicht der Fall, und das ist Ihre Schuld, weil Sie das Tierschutzgesetz in der letzten Legislatur im Bereich Tierversuche einfach nur verhunzt haben. Und wenn Sie wirklich was für die Versuchstiere tun wollen, dann hinterfragen Sie doch mal die Abläufe in der Milliardenverteilungsmaschine Deutsche Forschungsgesellschaft. Setzen Sie sich kritisch mit Ihrer Kollegin Forschungsministerin auseinander. Aber da müssten Sie auch mal einen Konflikt innerhalb der Koalition, innerhalb des Kabinetts aushalten. Und Konflikte sind im Tierschutz wirklich bisher nicht Ihr Ding gewesen. Eine Koalition, die sich nicht mal traut, ihren eigenen Koalitionsvertrag umzusetzen, die sollte hier beim Tierschutz wirklich nicht die Backen aufblasen. Sie haben im Koalitionsvertrag versprochen, gewerbliche Tierbörsen für exotische Tiere zu untersagen. Das machen Sie aber gar nicht. Und die Kollegin Menz hat es gesagt, es gibt jetzt noch mal ein Forschungsprojekt. Und schlauerweise geht das bis kurz vor der Bundestagswahl. Dann kann man auch die Resultate, die da rauskommen, nicht mehr umsetzen. Ich finde das sehr hart an der Grenze zur Arbeitsverweigerung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Sie erkennen die Probleme im Tierschutzbericht ja selber an. Schauen wir uns die Zirkustiere an. Haltung von Wildtieren im Zirkus ist Tierquälerei. Elefanten, Bären, Giraffen, Tiger, sogar ein Flusspferd wird noch in deutschen Wanderzirkussen herumgekarrt. Und wenn man da über leuchtende Kinderaugen spricht, wie der Kollege Stier gerne im Ausschuss, dann muss ich sagen, hat man was von Biologie, von Artenschutz grundsätzlich falsch verstanden. Ich erwarte von Ihnen, wenn Sie hier Schweizer zitieren und Gandhi und alle möglichen Größen im Bereich Tierschutz, dass Sie endlich verbieten, dass Giraffen und Tiger und Flusspferde und Bären in Wanderzirkussen gequält werden. Wenn Sie das nicht hinkriegen in dieser Legislatur, dann können Sie sich die ganze Ethik und die ganzen Zitate sparen. Und es sind nicht nur die Wildtiere, bei denen Sie versagen. In Ihrem Bericht loben Sie sich dafür, dass es jetzt im Tierschutz, dass es einen Tierschutzpreis im Reitsport gibt. Das finden wir super, soll man machen. Aber ich finde,
Tierschutzpreis im Reitsport gut und schön. Solange man in Deutschland legal Verbrennungen dritten Grades auf den Pferdehintern brennen kann, solange braucht man nicht über Tierschutz im Pferdesport sprechen. In 2015 betäubungslos ausgeführt, weiterhin legal der Schenkelbrand. Das kann nicht der Stand der Debatte sein. Das ist keine zivilisatorische Größe. Das ist anachronistisch. Das ist widersinnig. Das muss man beenden. Und Herr Kauder sagt gerade, es bleibt gerade so. Interessante Debatten. Nicht? Na, dann habe ich Sie falsch verstanden. Aber normalerweise sind Sie ja, normalerweise ist es doch die CDU, Ursula von der Leyen, Dieter Stier, die sich für den Schenkelbrand eingesetzt haben bis aufs Blut. Ilse Aigner hatte in ihrem Entwurf schon drin, dass diese anachronistische, brutale Methode verboten werden soll. Sie haben das doch verhindert, dass das endlich beendet wird. Es ist legal, immer noch, sogar ohne Betäubung. Das ist absurd und das muss ein Ende haben. Kollegin. Aber ich will den Worten des Ministers ja folgen. Er hat gesagt, wir sollen hier nicht immer nur im Zorn zurückblicken. Das ist ja auch richtig. Man muss nach vorne schauen, man muss es besser machen. Ja, vor allen Dingen muss man zu Ende kommen, Frau Kollegin. Das sehe ich durchaus. Deshalb komme ich zu meinem letzten Satz. Also wir sind ja nicht nur wütend, wir haben Ihnen ja auch konstruktive Vorschläge gemacht. Unser Antrag liegt Ihnen hier vor. Stimmen Sie dem zu, nehmen Sie die Forderungen ernst, dann sieht der nächste Tierschutzbericht auch nicht mehr so peinlich aus. Vielen Dank. Der Schenkelbrand von Pferden ist noch bis zum Jahr 2019 zulässig, obwohl es da schon Verbesserungen gegeben hat, aber in der Tat bis 2019 noch legal, genauso wie die Kastration von Ferkeln bis zum Jahre 2018. Dieter Stier ist jetzt der nächste Redner von der Union. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, bevor ich beginne, will ich persönlich noch eine Besuchergruppe aus meinem Bundesland begrüßen, aus einem Polizeirevier. Und mich schon jetzt entschuldigen, dass ich aufgrund dieser aktuellen Debatte ein paar Minuten später da oben zur Diskussion stoßen werde. Liebe Frau Kollegin Maisch, es fällt mir schwer, nach Ihrem Beitrag jetzt wieder zur Sachlichkeit hier zurückzukehren. Ich will das gleichwohl tun. Ihre Aggressivität beim Thema Tierschutz erschreckt mich einfach. Meine Damen und Herren, die Art und Weise der Haltung unserer Tiere, ob im Nutztierbereich oder im Heimtierbereich, die findet in unserer Gesellschaft eine immer größere Beachtung. Das ist auch richtig und das ist auch gut so. Der Tierschutz ist deshalb mittlerweile auch als Staatsziel in unserem Grundgesetz verankert. Und meine Damen und Herren, wer sich über in einem Land wie unserem einen aktuellen und vor allem aber auch fundierten Überblick über den Tierschutz verschaffen will, der kommt am Tierschutzbericht unserer Bundesregierung nicht vorbei. Und der ist im Übrigen nach einem Beschluss des Deutschen Bundestages vorzulegen, alle 4 Jahre. Und das ist auch ein guter Beschluss unserer Vorgänger hier gewesen. Und der heute von der Bundesregierung vorgelegte Bericht analysiert den Ist-Stand. Er ist aber auch ein Indikator für erreichte Verbesserungen im Tierschutz. Und ich meine, diese erreichten Verbesserungen können sich auch sehen lassen. Zunächst einmal möchte aber auch ich mich heute bei den Fraktionsvorständen und Geschäftsführungen bedanken, dass wir heute diesem Thema ein angemessenes Forum bieten können und es hier im Plenum zur Kernzeit debattieren können. Das macht deutlich, welche gesellschaftspolitische Bedeutung wir diesem Thema auch einräumen und das fraktionsübergreifend. Dafür bedanke ich mich. Und um es gleich vorwegzunehmen, der Tierschutzbericht 2015, den wir heute auf der Tagesordnung stehen haben, ist ein Erfolgsbericht sowohl der Schwarz-Gelben als auch der Großen Koalition unter Führung von CDU und CSU. Er bestätigt den richtigen Kurs der Bundesregierung, er belegt an konkreten Beispielen auch die Fortschritte in unserer Tierschutzpolitik. Und meine Damen und Herren, allein am Umfang des Berichtes können Sie erkennen, wie intensiv sich diese Bundesregierung mit dem Thema auseinandersetzt. Der letzte Bericht 2011 umfasste 52 Seiten. Dieser neue Bericht beleuchtet das Thema auf 128 Seiten. Immerhin mehr als das Doppelte. Und für diese intensive Arbeit möchte ich heute der Bundesregierung auch danken. Sie ist in erster Linie auf Ihren engagierten Einsatz zurückzuführen, sehr geehrter Herr Bundesminister Schmidt. Aber auch mit den Staatssekretären und mit den Mitarbeitern des Hauses gibt es hier eine gute Zusammenarbeit.
In Ihrem Bericht wird deutlich, dass Sie bestrebt sind, das in der vergangenen Legislaturperiode Begonnene weiterzuentwickeln und darüber hinaus auch mit der Tierwohlinitiative eigene, auch neue Maßstäbe im Tierschutz zu setzen, die richtungweisend für unsere Zukunft sind. Für dieses Voranschreiten in der Sache danke ich Ihnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, den Tierschutz stärken, das ist ein Leitsatz, dem wir uns bereits in der letzten Legislaturperiode mit beachtlichen Ergebnissen gestellt haben. Im Tierschutzbericht sind jetzt die positiven Auswirkungen aufgeführt. Er macht anschaulich, warum wir im europäischen und internationalen Vergleich mit den höchsten Tierschutzstandards aufwarten können. Entscheidenden Schritt nach vorn haben wir mit dem gerade erst novellierten Tierschutzgesetz getan. Deshalb sollte man das auch nicht regelmäßig tun und jährlich überarbeiten. Selbstverständlich sind wir aber auch untergesetzlich auf dem Verordnungswege tätig geworden. Denn zahlreiche Tierschutzdebatten in der Öffentlichkeit haben die Verbraucherinnen und Verbraucher in unserem Land weiter sensibilisiert. Und ihre Bedenken nehmen wir ernst bei der Überarbeitung der tierschutzrelevanten Vorschriften und haben mit den unterschiedlichsten Forderungen, die an uns herangetragen worden sind, auch Rechnung getragen, immer mit dem Blick aufs Ganze. Nicht nur ein Teilbereich, meine Damen und Herren, sondern die komplette Spannweite von der Nutztierhaltung über den Heimtierbereich bis zu den Versuchstieren haben wir einer gründlichen tierschutzfachlichen Überprüfung und Verbesserung unterzogen. Und ich will Ihnen beispielhaft noch einmal an den nachstehenden 4 Punkten zur Nutztierhaltung zeigen, wie unsere aktive Tierschutzpolitik auszieht. Mit Beginn des Jahres 2019 gilt das Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration erst im neuen Tierschutzgesetz festgeschrieben. Zum Schutz von Tieren bei Schlachtungen haben wir mit der Tierschutzschlachtverordnung strengere Regelungen und Vorschriften eingeführt, sogar über unionsrechtliche Regelungen hinaus. In der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung haben wir die Anforderungen für die Betreuung, Pflege, Haltung von Kaninchen, die zu Erwerbszwecken gehalten werden, verschärft. Das Säugetiergutachten will ich kurz erwähnen. Auch das ist eine wesentliche Entscheidungshilfe bei der Umsetzung tierschutzrechtlicher Vorgaben. Das sind nur einige Beispiele, meine Damen und Herren. Die Versuchstiere sind erwähnt worden. Noch nie wurde in so kurzer Zeit so viel für die Verbesserung des Tierwohls getan wie in den letzten 4 Jahren. Doch dabei werden wir es auch nicht belassen. Die Tierwohlinitiative unseres Bundesministers ist angesprochen. Konzeptionell umfassend weist sie den Weg über die bisherigen Standards auch hinaus. Die Einzelheiten haben wir hier schon oft diskutiert. Ich rufe Ihnen aber gerne noch einmal auch einige Schwerpunkte in Erinnerung. Beginnen will ich mit einem ganz grundlegenden Punkt, der Sachkunde der Tierhalter. Tierschutzgerechtes Handeln setzt Sachkenntnis voraus und wir werden von Personen, die beruflich mit Nutzzoo und Heimtieren umgehen, künftig auch höhere Kenntnisse erlangen. Um neue Tierschutzkenntnisse einzubringen, muss natürlich auch geforscht werden. Deshalb wird auch die Tierwohlforschung gestärkt. Wir haben gerade in der vergangenen Woche erst über die Haushaltszahlen hier debattiert und ich denke, die sind Ihnen alle noch gut in Erinnerung. Große Bedeutung kommt auch der weiteren Begrenzung von Tierversuchen zu. Wir haben einen entscheidenden Schritt getan. Das Bundesinstitut für Risikobewertung ist hier Vorreiter mit seiner Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch, die wir auch zum nationalen Kompetenzzentrum ausgebaut haben. Viele von Ihnen waren erst kürzlich bei der Eröffnung auch dabei. Nicht zuletzt werden wir bei der Schlachtung von Tieren zu Tierschutz die Tierschutzmaßnahmen erweitern, indem wir, der Minister hat es angesprochen, auch die Schlachtung hochträchtiger Rinder in den Fokus stellen, damit es eine solche Schlachtung künftig möglichst nicht mehr geben wird. Und ja, meine Damen und Herren, zur Verwirklichung haben wir das Prinzip der verbindlichen Freiwilligkeit gewählt. Wir erarbeiten gemeinsam mit den landwirtschaftlichen Betrieben praxistaugliche Lösungen. Miteinander, Frau May, statt gegeneinander. Das ist die Devise, die wir hier vertreten. Nur dieser Einsatz schafft das notwendige Vertrauen, um tatsächlich auch bleibende Erfolge zu erzielen. Darauf kommt es an. Die ersten Maßnahmen der Tierwohlinitiative greifen. Nehmen wir nur die nicht kurativen Eingriffe. Bereits jetzt und nach dem ersten Jahrestag der Tierwohlinitiative liegt die fertige Vereinbarung mit der deutschen Geflügelwirtschaft
zum Beenden des Schnabelkürzens vor. Diese Geflügelcharta, meine Damen und Herren, ist der Beweis dafür, dass der eingeschlagene Weg richtig ist und das verbindlich und freiwillig durch Selbstverpflichtung einer ganzen Branche. Wir arbeiten am bundeseinheitlichen Prüf- und Zulassungsverfahren. Dieses steht in den Startlöchern. Und ich will auch erinnern, dass wir im Kompetenzkreis Tierwohl natürlich weiter diskutieren. Wir sind uns alles einig. Nichts ist so gut, dass man es nicht noch besser machen kann. Aber Tierwohl kostet auch Geld. Das ist angesprochen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Abschluss meiner Worte gerade auch im Hinblick auf die Adventszeit und auf das bevorstehende Weihnachtsfest noch einmal auf ein stets wiederkehrendes Tierschutzthema hinweisen. Tiere sind nicht die besten Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Oft wiederholt sich hier die Unvernunft für kurzes Glück mit bösen Folgen, in vielen Fällen unmittelbar bereits nach Neujahr, wenn das Interesse erloschen ist und das Tier scheinbar zur Belastung geworden ist, dann landen viele Tiere in überfüllten Tierheimen oder sie finden auf dem Autobahnparkplatz sich wieder. Hier sollte sich jeder selbst fragen, bin ich oder ist mein Kind über Silvester hinaus bereit, Verantwortung für ein Haustier zu tragen, bevor ich nach staatlicher Finanzierung der Tierheime rufe. Hier möchte ich Ihnen einen Rat geben. Es möge sich bitte jeder bei seiner ganz individuellen Kaufentscheidung die Folgen aus Sicht des Tieres einmal zu eigen machen. Ich denke, damit wäre dem Tierschutz in unserem Land auch durch einen ganz persönlichen Beitrag am meisten gedient. Wir wollen an diesem Ziel weiterarbeiten, bieten Ihnen allen gemeinsam das Miteinander an. Und ich wünsche Ihnen in diesem Sinne eine schöne Adventszeit. Vielen Dank. Seit 2002 ist der Tierschutz Staatsziel, aber es gibt noch viele, viele Verbesserungen. Darüber sind sich die Redner hier durchaus einig, wenngleich die Opposition, wie immer, natürlich alles zu kritisieren hat. Nächste Rednerin Kirsten Tackmann, jetzt von der Linken, sie ist agrarpolitische Sprecherin. Viele Jahre ging es beim Tierschutz eigentlich um fraktionsübergreifenden Konsenssuche. Aber unterdessen stellt die Union ja lieber Pappkameraden auf und blockiert Lösungen. 2013 hat Kollege Stier selbst das Verbot des Schenkelbrandes bei Pferden in letzter Minute wieder verhindert. Davon war schon die Rede. Damit, ich erkläre das nochmal, damit darf Pferden quasi ein Lobbyistensymbol in die Haut gebrannt werden. Ich finde, das ist frühes Mittelalter und gehört endlich beendet. Minister Schmidt fällt vor allen Dingen durch sprachliche Kreativität auf. Seine Tierschutzinitiative heißt eine Frage der Haltung und auch das Prinzip der verbindlichen Freiwilligkeit hat er erfunden. Sprachlich ist das zwar hohe Dialektik zugegeben, aber leider heißt das Prinzip übersetzt verbindliches Nichtregieren. Und deshalb ist eben der Tierschutzbericht voll von Absichtserklärungen, gebraucht wird aber eine wahre Erfolgsgeschichte. Ein Lob habe ich aber trotzdem. Erstmalig enthält der Tierschutzbericht alle Anfragen der Abgeordneten. Und die 7 Seiten zeigen, das Parlament hat seine Hausaufgaben gemacht. Und zugegeben, es gibt auch Fortschritte in der Sache, aber eher trotz der Union und nicht durch sie. Obwohl ich dem Minister selbst überhaupt nicht den guten Willen absprechen möchte. Nach längerem Anlauf ist er im Herbst 2014 sogar richtig furios gestartet. Nur seitdem gibt es nichts Zählbares. Trotz eines unüberhörbaren Weckrufes im März. Das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik beim Ministerium war ein richtiger Paukenschlag. Es diagnostiziert, und ich zitiere, erhebliche Defizite, vor allen Dingen im Bereich Tierschutz, aber auch im Umweltschutz. Und es hält, ich zitiere weiter, die derzeitigen Haltungsbedingungen eines Großteils der Nutztiere für nicht zukunftsfähig. Das Gutachten kritisiert aber nicht nur, es zeigt Wege auf zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung. Es nimmt nicht nur die Tierhaltungsbetriebe in die Pflicht, sondern alle vom Stall und der Weide bis hin zur Theke im Supermarkt. Und ich finde das richtig und wichtig. Und auch die Mehrkosten werden geschätzt. Für einen Großteil der Tierhaltung wären das 13-23%, insgesamt 3-5 Milliarden jährlich. Ja, das ist viel Geld.
Aber selbst wenn man das direkt auf die Verbraucherpreise umlegen würde, wären das 3 bis 6%. Ich glaube, dass das vielen der Tierschutz wert wäre. Aber als Linke sage ich auch genauso deutlich, würden Supermärkte auf etwas Gewinn verzichten, könnte man selbst diese Erhöhung vermeiden. Und das Gutachten überhaupt nicht zu erwähnen, Herr Minister, ist, finde ich, eine absolute Respektlosigkeit gegenüber den Autorinnen und Autoren. Als Linke geht es mir aber beim Tierschutz nicht nur um moralische Appelle, die durch Wohlfahrt finanziert werden. Tierschutz steht schließlich in der Verfassung. Aber stellen wir uns doch mal die Frage, warum denn Küken geschreddert werden oder Ferkeln die Schwänze oder Geflügel die Schnäbel kopiert werden, warum Kühe ganzjährig im Stall gehalten werden, trächtig geschlachtet werden oder Schlachttiere über hunderte oder tausende Kilometer transportiert werden. Die Antwort ist meistens, es rechnet sich nicht. Billig ist eben das völlig falsche Prinzip in der EU-Agrarpolitik. Und wer profitiert davon? Die übermächtigen Chefetagen der Handelskonzerne, Schlachthöfe und der Molkereien. Deshalb, Herr Minister Schmidt, Tierschutz ist eine Machtfrage. Halten Sie endlich mal dagegen, statt sich mit Almosen abspeisen zu lassen. Nein, ich sage nicht, dass damit alle Probleme gelöst werden. Als Tierärztin weiß ich, dass viele Vorschläge oft ein Problem lösen, aber gleichzeitig neue schaffen. Aber Kenntnislücken als Ausreden zu missbrauchen, muss endlich aufhören. Vor Jahren hat die Deutsche Agrarforschungsallianz bereits eine lange Liste mit offenen Fragen vorgelegt. Die Linke hat immer wieder das nötige Geld beantragt. Wir wären wesentlich weiter, wenn Sie endlich mal auf uns hören würden. Der Klimagipfel in Paris stellt uns übrigens noch eine weitere Frage. Nicht wie viele Tiere können, sondern wie viele Tiere müssten gehalten werden. Die Klimabilanz der Tierhaltung wird zwar aus meiner Sicht oft zu schlecht bewertet, weil CO2 senken durch die Nutzung von Grünland nicht bedacht werden. Mir geht es aber auch beim Fleischkonsum gar nicht um Totalverzicht, aber ums Maßhalten. Weniger Fleisch tut gut, der Gesundheit, dem Klima und dem Tierwohl. Und übrigens ist auch eine geringere Lebensmittelverschwendung aktiver Tier- und Klimaschutz. Ja, beim Tierschutz wird ein breiter Konsens und Verlässlichkeit gebraucht. Eine Enquetekommission wäre genau das richtige Instrument dafür. Der Wissenschaftliche Beirat hat das vorgeschlagen. Die Linke reicht Ihnen heute noch mal die Hand dazu. Und ich hoffe, dass Sie durch diese Tür durchgehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich erteile das Wort nun der Kollegin Elfi Shoa-Gwerpes für die SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Bildungspolitikerin meiner Fraktion, aber auch weil es mir ganz persönlich ein Dorn im Auge ist, möchte ich die Debatte um einen wesentlichen Punkt erweitern. Wir müssen über Tierversuche sprechen, und zwar nicht nur heute, sondern dauerhaft, und zwar mit erhöhtem Tempo, um die Themen voranzubringen. Und es ist mir bei diesem Thema völlig egal, ob wir von Primaten, Mäusen oder Kopffüßern sprechen. Tierversuche muten im Jahr 2015, die Kollegin Maisch hat es eben schon gesagt, anachronistisch an. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir möglichst schnell komplett auf Tierversuche verzichten können. Medaillen, meine lieben Kollegen und Kolleginnen, haben bekanntermaßen zwei Seiten. Dass Tierversuche ein abzulehnendes Übel sind, ist die eine Seite. Dass sie ein notwendiges Übel sind, ist die andere Seite. Im Kampf gegen Krankheiten wie zum Beispiel AIDS, Krebs oder Alzheimer sind wir nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft auf ebensolche Tierversuche angewiesen. Bei der Entwicklung von sicheren und hochwertigen Medikamenten für die Humanmedizin und auch für die Tiermedizin sind wir auf Tierversuche angewiesen. Alles andere, liebe Kolleginnen und Kollegen, wäre verlogen. Zielsetzung heißt grundsätzlicher Verzicht auf Tierversuche, und zwar schnellstmöglich. Das erreichen wir natürlich nicht durch plakative Parolen oder Verbote. Der Wille zu einer konsequenten Weiterentwicklung von alternativen Forschungsmethoden wird das Bestreben erleichtern.
das Leiden der Tiere zu begrenzen, die Zahl der Tierversuche zu vermindern und am Ende völlig auf Tierversuche zu verzichten. Im aktuellen Tierschutzbericht ist nachzulesen, dass die Zahl der Tierversuche abgenommen hat. Wir sprechen für das Jahr 2014 von 2,8 Millionen Tierversuchen. Verglichen mit dem Vorjahr sind das rund 200.000 weniger. Das ist ein Erfolg, zumal die Zahlen in den Jahren davor grundsätzlich steigend waren. Es ist gleichwohl auch ein Erfolg, auf dem wir uns keineswegs ausruhen dürfen. Wir müssen diese Entwicklung erstens verstetigen und zweitens beschleunigen. Der Anstoß für diese positive Entwicklung hat eine Richtlinie des Europäischen Parlaments aus dem Jahre 2010 gegeben, die in der Bundesrepublik über die Änderung des Tierschutzgesetzes im Jahre 2013 und den Erlass der Tierschutzversuchstierverordnung im selben Jahr umgesetzt wurde. Damit sind im deutschen Tierschutzgesetz wesentliche und grundsätzliche Regelungen von Versuchstieren enthalten. Die Verordnung gilt ihrerseits detaillierter auf die Haltung von Versuchstieren und auf die Durchführung, Genehmigung und Anzeige von Tierversuchen ein. Übergeordnetes Ziel ist auch bei der EU-Richtlinie, Tierversuche zu vermindern und zu vermeiden und sie eben dort, wo sie noch nicht zu vermeiden sind, zu verbessern, um das Leiden der Tiere zu senken. Dahinter steht das sogenannte 3R-Prinzip, das in Europa konsequent angewendet werden soll. Replacement, Reduction, Refinement will sagen Vermeidung, Verminderung und Verbesserung. Das ist natürlich keine neue Erfindung. Erdacht wurde das 3R-Prinzip bereits 1959, höre und staune, durch zwei britische Wissenschaftler, die sich für humanere Forschungsmethoden eingesetzt haben. Durch die Novellierung des Tierschutzgesetzes ist das 3R-Prinzip in deutsches Recht umgesetzt worden. Das heißt, im Einzelfall wissenschaftliche Arbeiter und Arbeiterinnen, die einen Tierversuch beantragen, müssen drei Kernfragen gegenüber den jeweiligen Landesbehörden wissenschaftlich beantworten. Erstens, gibt es den geplanten Versuch dafür keine alternativen Methoden? Zweitens, ist die Anzahl der Versuchstiere auf das Minimum reduziert? Und drittens, sind die Belastungen der Tiere so gering wie möglich? Hat der Tierversuch dann stattgefunden, ist es am zuständigen Bundesinstitut für Risikobewertung, eine allgemeinverständliche Zusammenfassung, anzufertigen und sie dann auch zu veröffentlichen. Auch das ist eine Folge des novellierten Tierschutzgesetzes und ein wichtiger Beitrag zur Transparenz hinter den Tierversuchen. Durch die Bundesgesetzgebung fördern wir also die Transparenz und hinterfragen den Sinn von Tierversuchen. Und das ist gut so, liebe Kolleginnen und Kollegen. Einen wichtigen Beitrag für den Abbau von Tierversuchen leistet die Forschung der Alternativmedizin. Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart, dass die zuständige Zentralstelle CeBIT ausgebaut und erweitert wird. Zum 25. September dieses Jahres ist das bereits geschehen. Das neu geschaffene Deutsche Zentrum für Versuchstiere wird mit zusätzlichen Stellen die Forschung an Alternativen intensivieren, entsprechende Beratung anbieten und weltweit die Anstrengungen in diesem Bereich begleiten. Das ist ein Ausbau, der uns weiterbringt und ein sozialdemokratisches Anliegen war. CeBIT leistet übrigens seit 1989 ganz hervorragende Arbeit. Erfolgreich waren die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dort unter anderem bei der Entwicklung von Alternativmedizin und Methoden zur Toxizität der Haut und am Auge und bei der Forschung, die Versuche an trächtigen Tieren obsolet macht. Die entwickelten Verfahren sind sinnvoll. Sowohl bei der EU wird darüber gesprochen und es wird umgesetzt, als auch bei der OECD als Prüfverfahren offiziell verankert und international anerkannt.
Mit dem Ausbau von CeBIT verfolgen wir noch mehr Tatkraft auf dem richtigen Weg, der Beschleunigung vertragen kann. Entsprechende Forschung gibt es natürlich auch darüber hinaus. Das Bundesministerium lobt seit 1980 einen Tierschutzforschungspreis aus, der für die Entwicklung wissenschaftlicher Alternativmethoden zu Tierversuchen vergeben wird. Preisträger dieses Jahres ist Herr Professor Dr. Leis, der mit seinem Team an der Universität Koblenz forscht. Die prämierte Arbeit befasst sich mit der Frage, wie mithilfe von In-vitro-Zellkulturen die tradierten und pharmakologischen Anwendungen an Primaten und Nagern, zum Beispiel in der Hirnforschung, ersetzt werden können. Ich möchte an dieser Stelle Herrn Professor Dr. Leist und seiner Arbeitsgruppe auch hier im Hohen Hause sehr, sehr herzlich danken und ebenso gratulieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Gerechte kümmert sich um das Wohlergehen seines Viehs, aber das Herz der Gottlosen ist grausam, steht in der Bibel zu lesen. Wir kümmern uns. Der Tierschutzbericht 2015 verdeutlicht, dass die ergriffenen Maßnahmen funktionieren. Lassen Sie uns aber am Ball bleiben, lassen Sie uns schnell spielen und diesen ersten kleinen Erfolg zu einem großen ausbauen. Dazu ist eine ehrliche Debatte erforderlich. Forschung und Wissenschaft sind zu komplex und zu wichtig, als dass wir die Situation nur mit Schwarz und Weiß beschreiben könnten. Forschung bedeutet auch Zeit haben zu können, auch die Forschung an Alternativmethoden. Grundlagenforschung und die Entwicklung von Medikamenten müssen höchsten qualitativen Anforderungen genügen. Wir dürfen kein Risiko eingehen. Wir müssen auch regelmäßig hinterfragen, wie weit das 3R-Prinzip in Deutschland greift und wie ehrlich wir zu uns selbst sind. Absichtserklärungen allein helfen keinem. Wir müssen den begangenen Weg konsequent weitergehen und, wie gesagt, mit Tempo und dürfen das Ziel dabei nicht aus den Augen verlieren. Tierversuche gehören in Deutschland und Europa so schnell wie möglich ins Gruselkabinett der Geschichte. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Da würde sicherlich kaum einer widersprechen. Und dennoch sind allein im vergangenen Jahr 2 Millionen Versuchstiere in Deutschland eingesetzt worden. Weitere 789.000 Tiere wurden ohne eine vorherige Behandlung für wissenschaftliche Zwecke getötet, um ihnen etwa Organe oder Zellen zu entnehmen. Ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrer ersten Rede im Deutschen Bundestag. Weise aber vorsichtshalber darauf hin, dass der großzügige Zuschlag des Präsidiums zu der eigentlich verfügbaren Redezeit bei weiteren Reden nicht in Aussicht gestellt werden kann. Im Übrigen, Sie hatten ja dieses erstaunliche Erlebnis jetzt zum ersten Mal, wenn da diese Lampe Präsident blinkt, ist nicht eine Attacke zu erwarten, sondern eigentlich nur der Hinweis, dass die Redezeit inzwischen erschöpft ist. Okay. Nächste. Wobei die Interventionen des Bundestagspräsidenten manchmal wie eine Attacke wirken können. Elfi Schoan-Werpel ist also, wie gesagt, hier mit ihrer ersten Rede. Schon länger im Haus ist Friedrich Ostendorf von Bündnis Grün der agrarpolitische Sprecher. Der Europameister in Sachen Tierwohl zu werden. Gemeinsam haben die Ankündigungen alle eins der Minister moderiert. Gestaltung hat er an die betroffene Wirtschaft abgegeben. Freiwillige Verbindlichkeit, verbindliche Freiwilligkeit oder Wirtschaft mitnehmen, je nach Tagesform, so die Textbausteine. Tierschutz wird damit beliebig. Tierschutz braucht aber klare Regeln, meine Damen und Herren. Das ist die Aufgabe des Gesetzgebers, Herr Minister. Wo sind denn die Haltungsverordnungen für Milchkühe, für Puten, für Wassergeflügel? Wann hört das Zurechtschneiden der Tiere endlich auf? Wo bleibt die Strategie zum Ausstieg aus der betäubungslosen Ferkelkastration? Anstatt echte Strategien, echte Maßnahmen zu präsentieren, berufen Sie ständig neue Arbeitskreise ein, um die offensichtlichen Probleme zu zerreden. Immer wenn ich nicht mehr weiter weiß, kennen wir ja, einen nationalen Alleingang schließt der Minister beim Thema Tierschutz
aus. Er trifft sich immer mal wieder zum unverbindlichen Kaffeetrinken mit unseren Nachbarländern, anstatt die Willigen zusammenzuschließen in Europa. Wir Grünen meinen, dass Sie von der Schweiz, von Schweden, von Österreich und Norwegen durchaus noch lernen können, wenn Sie Tierwohl-Europameister werden wollen. 2015 scheint ja das Jahr der Wirtschaftsverbände im Haus des Ministeriums zu sein. Mittlerweile wurden bereits 3 freiwillige Vereinbarungen geschlossen. Mit Hilfe des Ministeriums werden die Interessen der Wirtschaft direkt umgesetzt. Aber, Herr Minister, das Primat des Handelns liegt eindeutig bei Ihnen und nirgendwo sonst. Das kann nicht abgegeben werden. Von CDU und CSU hören wir nur von den, ich will es mal Sehnsuchtsverirrungen nennen, nach anachronistischem Pferdeschenkelbrand und veganen Lederpeitschen. Vielleicht sind diese Sehnsüchte aber auch nur die Sehnsüchte des Tierschutzsprechers. Im Tierschutzbericht wird der Initiative Tierwohl hochgelobt. Das Ziel der Initiative sei es, messbare Verbesserungen für das Tierwohl zu erreichen. Seltsam nur, dass Sie in unserer kleinen Anfrage Konkretes nicht vorweisen konnten. Zum Beispiel das Töten der männlichen Eintagsküken. Sie wollen es lösen, indem Sie ein paar Millionchen Euro in die Enovo-Geschlechtsbestimmung stecken. Sind wir denn hier in der Märchenstunde? Alles geht weiter wie bisher, mit dem Unterschied, dass die männlichen Küken eben ein bisschen früher vernichtet werden und nur die allergrößten Brütereien dieses bezahlen können. Wir Grünen sehen den Weg immer noch in der Zweinutzung der Hühner. Da wären wir schon beim Thema Zucht. Die Qualzucht sollte nach der Ankündigung des Hauses seit der letzten Novelle des Tierschutzgesetzes eingeschränkt werden. Geändert hat sich aber gar nichts. Beispielsweise finden wir immer noch viel zu oft extrem aggressive Sauen mit regelmäßig höheren Ferkelgeburten, als die Sau sitzen hat. Was ist das anderes als Qualzucht, Herr Minister? Schauen Sie sich das an, das ist ein Problem. Den Masterplan für zukunftsfähige Tierhaltung, Nutztierhaltung, hat der Wissenschaftliche Beirat, Ihr Beirat, Herr Minister, ausgearbeitet. Wir hören hier im Haus, dass selbst Volker Kauder, er wird es ja gleich bestätigen können, sich schon reingearbeitet hat in dieses sehr umfängliche 460-Seiten-Werk. Die Ignoranz, mit der Sie, Herr Minister, versuchen, dieses Gutachten gänzlich unter den Tisch fallen zu lassen, ist skandalös. Mehr Tierschutz kostet Geld, eine Menge Geld. Bei den derzeitigen Erzeugerpreisen für Milch und Schweinefleisch verschärfen höhere Kosten natürlich die finanzielle Not. Helfen würde dabei zum Beispiel die Haltungskennzeichnung für Fleisch, wie sie vorbildlich das baden-württembergische Landwirtschaftsministerium ausgearbeitet hat. Darauf und darüber sollten wir sprechen, Herr Minister, darüber sollten Sie sprechen am Montag bei Hart aber fair. Sie sollten sich dafür stark machen und nicht, wie wahrscheinlich wieder, wie wir es befürchten müssen, defensiv das Falsche verteidigen. Wenn Sie tatsächlich europäischer Tierwohlminister werden wollen, verstecken Sie sich nicht weiter hinter Arbeitskreisen und verbindlicher Freiwilligkeit, sondern handeln Sie endlich. Vergessen Sie dabei nicht die vielen Betriebe, die ins Tierwohl investiert haben und denen jetzt vom Handel eine lange Nase gedreht wird. Vergessen Sie dabei auch nicht den immer weiterlaufenden dramatischen Strukturwandel. Hinter all den Milchvieh- und Schweinebetrieben, die aufgrund ihrer miserablen Politik in die Knie gehen, stehen Familien, Traditionen, Werte, Dörfer, viele Generationen von Bäuerinnen und Bauern. Hier ist Ihre Haltung gefordert, Herr Minister, Ihre entschlossene Haltung. Das entscheidet die Frage der Haltung und sonst nichts. Sagt Friedrich Ostendorf, der agrarpolitische Sprecher der Bündnisgrünen. Er hat auch was von veganer Lederpeitsche erzählt. Man lernt ja doch immer dazu bei solchen Debatten. Hochinteressant. Nächster Redner hier jetzt allerdings, Rednerin Cordula Kovac von der Union. Wissen Sie, worauf ich heute stolz bin? Darauf, dass bei uns in der Fraktion unser Fraktionsvorsitzender da ist, als einziger von allen Fraktionen hier im Bundestag. Ich finde das gut, und das ist ein Zeichen. Das ist ein sehr gutes Zeichen, meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Genau so.
Genauso. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit 2002 ist der Tierschutz als Staatsziel im Grundgesetz verankert. Der Gesetzgeber muss somit seinen verfassungsrechtlichen Gestaltungsauftrag für einen wirksamen Tierschutz erfüllen. Diesem Auftrag wird nachgekommen und haben wir das Staatsziel erfüllt, weil wir eine aktive Tierschutzpolitik betreiben. Am 13. Juli 2013 ist das dritte Gesetz zur Änderung des Tierschutzgesetzes in Kraft getreten. Der Koalitionsvertrag von Union und SPD greift den Tierschutz und die Tiergesundheit explizit auf. Die Initiative Eine Frage der Haltung, neue Wege für mehr Tierwohl von Bundesminister Christian Schmidt setzt die Vorgaben des Koalitionsvertrages um. Im internationalen Vergleich zeichnet sich Deutschland als leistungsstarke und wettbewerbsfähige Land- und Ernährungswirtschaft durch hohe Tierschutzstandards aus. Gerade die Verankerung des Tierschutzes in der Verfassung hat Fragen artgerechter Tierhaltung und Tierschutz in den Mittelpunkt der gesellschaftlichen Diskussion gerückt. Dass Tierschutz in Deutschland und Europa noch weiter verbessert werden soll, darüber bestehen fraktionsübergreifend grundsätzlich Einigkeit. An der Frage des Wie scheiden sich nach wie vor die Geister. Obwohl viel diskutiert und meist zu Unrecht verunglimpft und mit dem nicht näher definierten Begriff der Massentierhaltung, spielt die Bestandgröße für die Tiergerechtigkeit keine Rolle. Tierwohl, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist abhängig von den Bedingungen, unter denen die Tiere gehalten werden, und somit von der Gruppengröße, nicht aber davon, wie viele Tiere ein Betrieb insgesamt hat. Und so gilt beim Tierschutz wie auch allgemein, Schnellschüsse sind nicht immer sachdienlich. Durch Zwangsverpflichtungen oder bloße Verbote laufen wir Gefahr der Standortverlegung ins Ausland. Und dies, meine Damen und Herren, würden weder den Bürgerinnen und Bürgern noch den Tieren besonders dienen. Die Verbesserung des Tierschutzes muss auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse und unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit stattfinden. Die Tierhaltung ist ein wesentliches Standbein der Landwirtschaft in Deutschland. Die Weiterentwicklung des Tierwohls verlangt daher eine sorgfältige Abwägung tierschutzfachlicher, ethischer und wirtschaftlicher Aspekte. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit dem Prinzip der verbindlichen Freiwilligkeit hier einen guten Kompromiss gefunden haben. Zumal man nicht vergessen sollte, Tierschutz liegt im ureigenen Interesse der Landwirte. Ein gesundes und zufriedenes Tier wird im Zweifelsfalle mehr produzieren als ein krankes und gestresstes Tier. Genau. Erlauben Sie mir hier ein Beispiel von vielen zu nennen. Eckhard Schmieder, vom Beruf Landwirt und Milchbauer in Fischerbach im Schwarzwald, in meiner Heimat, betreibt in der 23. Generation den Prinzbachhof. Durch Bereitschaft, persönlichen Einsatz und intelligente Technisierung der Tierhaltung hat er es geschafft, dass sein Hof ein Beispiel für die Symbiose von Mensch und Tier ist. Meine Damen und Herren, Tierschutz umfasst eine ganze Bandbreite an Themen bzw. Tieren. Nutztiere, Heimtiere, Versuchstiere, Haltung, Transport, Tötung. In all diesen Bereichen haben wir durch die Novellierung des Tierschutzgesetzes entscheidende Verbesserungen erreicht. Die Reduzierung des Antibiotikaeinsatzes in der Tierhaltung wurde vorangetrieben. Jede einzelne Antibiotikabehandlung von Tieren muss in einer dafür geschaffenen Datenbank erfasst werden. Durch unsere Präzisionslandwirtschaft mit Landtechnik Made in Germany bringen wir den Tierschutz wesentlich voran. Darüber hinaus fördern wir eine am Tierwohl orientierte Agrarforschung. Allein im Bundeshaushalt 2015 stehen für die Entwicklung von Modell- und Demonstrationsvorhaben 5 Millionen Euro zur Verfügung. Bis 2018 sind es insgesamt sogar 21 Millionen Euro. Die Haltung von Nutztieren darf in Deutschland nur unter Einhaltung der Regelungen des Tierschutzgesetzes und der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung erfolgen. Sinn und Zweck dieser Regelung ist es, sicherzustellen, dass es Nutztieren möglich ist, ein nahezu natürliches, der jeweiligen Tierart entsprechendes Verhalten auszuüben. Die Einhaltung der entsprechenden Mindestanforderungen gewährleistet eine angemessene Ernährung, Pflege und Unterbringung von Nutztieren. Darüber hinaus wurde mit dem Tierschutzgesetz
eine Verpflichtung des Halters zu einer tierschutzbezogenen Eigenkontrolle anhand von Tierschutzindikatoren eingeführt. Damit soll der Eigenverantwortung des Tierhalters einen höheren Stellenwert eingeräumt werden. Und, meine Damen und Herren, ab dem 1. Januar 2019 wird nicht nur die betäubungslose Ferkelkastration verboten sein, sondern auch der betäubungslose Schenkelbrand bei Pferden. Darüber hinaus prüft das Bundesministerium im Rahmen der Tierwohlinitiative, wie das Schlachten trächtiger Tiere national so schnell es geht grundsätzlich verboten werden kann. Hinsichtlich der Beforschung der In-Ovo-Geschlechtsbestimmung als Alternative zur Kükentötung nimmt Deutschland mit einer Fördersumme von rund 2 Millionen Euro eine Vorreiterposition ein. Auch der Tierschutz bei Heimtieren wurde vorangebracht. Im Tierschutz ist verankert, dass derjenige, der ein Tier hält oder betreut, über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit dem 1. August 2014 müssen schriftliche Informationen über die wesentlichen Bedürfnisse des Tieres beim Kauf mitgegeben werden. Zusätzlich verbietet das neue Tierschutzgesetz, ein Tier als Preis bei einer Verlosung oder ähnlichen Veranstaltungen auszuloben. Und die Rechtssicherheit bei der Anwendung des Qualzuchtverbots im Tierschutzgesetz wurde ebenfalls verbessert. Meine Damen und Herren, Deutschland investiert darüber hinaus viel, um die Erforschung von Ersatzmethoden von Tierversuchen zu intensivieren. Dazu vergibt das BML den Forschungspreis zur Förderung von methodischen Arbeiten mit dem Ziel der Einschränkung und des Ersatzes von Tierversuchen. Außerdem hat Deutschland mit der Zentralstelle zur Erfassung und Bewertung von Ersatz- und Ergänzungsmethoden zum Tierversuch, CeBET genannt, im Bundesinstitut für Risikobewertung eine Vorreiterrolle in Europa übernommen. Die CeBET wurde übrigens zum Zentrum zum Schutz von Versuchstieren ausgebaut und am 25. September diesen Jahres eröffnet. Sie wird sich künftig unter anderem für die Verbesserung von Haltungsbedingungen für Versuchstiere engagieren. Liebe Freunde, unser Koalitionsvertrag schreibt das Ziel vor, EU-weit einheitliche und höhere Tierschutzstandards durchzusetzen. Auch hier sind wir vorangekommen, was mancher in der Opposition nicht sehen mag. Das Bundeslandwirtschaftsministerium treibt die Einführung eines europäischen Tierschutzlabels voran, ähnlich dem Biosiegel. Mit Dänemark und den Niederlanden haben wir am 14. Dezember eine gemeinsame Erklärung zum Tierschutz unterzeichnet. Durch die Erklärung soll auf die Europäische Kommission eingewirkt werden, die Verbesserung des Tierschutzes zu intensivieren, etwa beim Transport und bei der Schlachtung von Tieren. Meine Damen und Herren, Tierschutz wird von uns sehr ernst genommen. Wir haben bereits wichtige Veränderungen erreicht. Im Vergleich mit anderen Ländern hat Deutschland bereits eines der besten Tierschutzgesetze. Die tiergerechte Haltung in Deutschland wird von uns weiter gefördert und verbessert. Hierdurch wird dem gesellschaftlichen Wunsch nach höheren Standards entsprochen. Das kann es aber nicht nur zum Nulltarif geben. Deshalb gilt, die Wettbewerbsfähigkeit unserer landwirtschaftlichen Betriebe muss mit den gesellschaftlichen Erwartungen in Einklang gebracht werden. Wir brauchen praxisnahe Lösungen, die im Sinne der Verbraucher und zum Wohle der Tiere die Kosten von höheren Standards nicht einseitig auf die Produzenten abwälzen, sondern von allen getragen werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Debatte um den Tierschutz. Cordula Kovac war das für die Union. Die nächste Rednerin kommt von der SPD, Karin Thyssen. Und sie ist Tierärztin und weiß, wovon sie redet. Und unter anderem ist sie aber auch Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen. Der Tierschutzbericht. Wir haben eine Weile darauf warten müssen, aber das ist in Ordnung. Ein gutes Ding will schließlich Weile haben. Ich hätte mich gefreut, wenn auch die Seitenzahlen nummeriert gewesen wären. Das macht es ein bisschen schwierig, darin zu lesen. Aber prinzipiell finde ich ihn gut, dass er da ist. Und ich finde gut, dass seit 50 Jahren der Tierschutz in Deutschland zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, dass das Thema Tierschutz sich inzwischen in den Wahlprogrammen fast aller Parteien wiederfindet und dass der Staatsziel Tierschutz 2002 im Grundgesetz aufgenommen wurde. Eine Verbesserung des Tierschutzes ist somit politisch gewollt. Das finden wir gut, und die Kollegin Vogt hat es ja vorhin schon gesagt. Die SPD wird sich als Koalitionspartner vehement dafür einsetzen, dass es den Tieren am Ende der Legislatur besser geht als jetzt.
Und wenn vieles noch vage ist, so nimmt doch schon vieles auch Formen an. Und ich möchte ein Beispiel ganz positiv aus dem Tierschutzbericht hervorheben. Und zwar, das ist das Kapitel, das sich beschäftigt mit dem Verbot der Schlachtung tragender Tiere. Und ich habe mich gefreut, darin zu lesen, dass konsequent der Begriff tragende Tiere verwendet wird. Denn in den letzten Monaten, immer wenn darüber gesprochen wurde, und wir haben es vorhin in der Rede von der Kollegin Maisch und in der Rede des Kollegen Stier gehört, da ging es lediglich um die Schlachtung oder dem Verbot der Schlachtung tragender Rinder. Aber es betrifft genauso die Sauen. Ach, Sie hatten keine Zeit, auch noch die Sauen zu erwähnen. Die Zeit nehme ich mir. Ja, Pferde und Schafe, trotzdem, das ist sehr viel seltener. Ich habe ja nun am Schlachthof gearbeitet und es ist noch gar nicht so lange her, da wurde ich von einer Kollegin angerufen und die sagte mir, die wirklich auch schon seit 25 Jahren am Schlachthof arbeitet, die sagte mir, Karin Tuwas, morgen kriegen wir eine Lieferung von 80 hochtragenden Sauen, die werden morgen geschlachtet. Tuwas. Und ich sagte ihr, was soll ich tun? Es ist nicht verboten. Ja, 80 hochtragende Sauen, das sind 800 bis 1200 Feten, die im Mutterleib ersticken. Ja, das muss man sich mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen und sich überlegen, wie sich die Menschen fühlen, die da an der Schlachtlinie stehen. Ich habe bewusst Feten und nicht Ferkel gesagt, trotzdem sehen die aus wie Ferkel. Ja? Und ich sagte, ich kann nichts tun, es ist nicht verboten. Und sie sagte, dann sorg doch bitte dafür, dass es verboten wird. Aber ich wollte nicht nur auf den Tierschutzbericht eingehen, das haben ja alle anderen schon gemacht. Ich wollte auch auf den Antrag Bündnis 90 Die Grünen eingehen, den Antrag von Bündnis 90 Die Grünen. Das haben nämlich bis jetzt kaum jemand gemacht. Und da ist ein Satz, der mir so ein bisschen sauer aufstößt. Das ist der Satz, ich zitiere, Antrag, Drucksache und so weiter. Die Bundesregierung aufgefordert werden, Tieren in der Landwirtschaft ein würdiges Dasein zu ermöglichen. Mit diesem würdigen Dasein habe ich so meine Probleme. Ja, ich finde das grenzwertig, den Begriff Würde, Menschenwürde auf Tiere zu übertragen. Das ist anthropozentrischer Tierschutz. Und muss ich das jetzt oder wie läuft das? Nee, das müssen Sie, ne? Ja, so ist es. Gut, ich bin auch noch Anfängerin, ich bin noch im ersten Lehrjahr. Aber ich habe den Eindruck, dass Sie die Zwischenfrage zulassen wollen. Ja, ja. Ich bin auch noch nicht fertig, aber von mir aus. Ja. Nicole Maisch von den Grünen. Frau Kollegin, danke, dass Sie meine Frage zulassen. Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass es in der Debatte um Würde mehrere Würdebegriffe jenseits des Begriffes der Menschenwürde gibt? Vielleicht haben Sie unseren Entwurf eines Tierschutzgesetzes aus der letzten Legislatur gelesen, in der wir von der Würde als Tier sprechen. Wir verwehren uns dagegen, dass wir in den Diskussionsbeiträgen, die wir machen, die Menschenwürde mit einem würdevollen Dasein für Tiere gleichsetzen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das auch nicht weiter behaupten würden. Ich habe das nicht behauptet, gesagt, ich habe ein Problem damit, dass die Würde, ist mir egal. Sie können sich ruhig hinsetzen. Nee. Ich habe nichts dagegen. Also da Sie ja jetzt hier nicht eine private Teestunde veranstalten, sondern auch schwangerer Menschen. Ich habe nichts dagegen, wenn Sie sich hinsetzen. Ja, ich aber. Ach so, gut. Sorry, ich also, wollte nicht. Wenn Sie sich privat zum Tee treffen, können Sie das halten, wie Sie wollen. Aber wenn Sie hier im Bundestag miteinander kommunizieren, sollten wir gewisse Standards gemeinsam aufrechterhalten. Ja? Ich bitte okay. Unter Tee nicht um Entschuldigung. Ich dachte nur an den Zustand der Kollegin, die tragend ist, schwanger ist. Und sie ist nicht tragend. Gut, alles klar. Aber dann ist das ja auch in Ordnung. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Genau. Also ich habe es zur Kenntnis genommen, ich habe da trotzdem Probleme mit. Und ich weiß, dass es unterschiedliche Begriffe des Begriffes Würde gibt, aber oder unterschiedliche Definitionen des Begriffes Würde. Trotzdem habe ich immer Probleme damit, wenn man eine anthropozentrische Sichtweise zugrunde legt. Das führt meines Erachtens nicht zu einer Verbesserung des Tierschutzes. Und ich lege Wert darauf festzustellen, wenn ich über Tierschutz rede, dann meine ich wissenschaftlichen Tierschutz, der sich nach der Devise handelt, Wissen schützt Tiere. Und darunter zähle ich auch den ethischen Tierschutz, denn auch Ethik ist Wissenschaft.
Und ich möchte dazu auch noch so ein kleines Beispiel bringen, auch aus Ihrem Antrag, warum Wissen Tiere schützt. Da geht es in der nächsten Seite, Sie haben da viele Punkte aufgeführt, darum, auch da zitiere ich wieder, bestehendes Tierleid auf Deutschlands Straßen und in den Schlachthöfen zu beenden. Und dazu muss man einfach wissen, dass an jedem Schlachthof, wenn die Tiere angeliefert wird, ein Tierarzt steht, der erstmal entscheidet, ob die Tiere geschlachtet werden dürfen. Das kann auch eine Tierärztin sein, aber ich gender das jetzt mal nicht alles. Und der erstmal entscheidet, ob ein Tier überhaupt geschlachtet werden darf, weil nur gesunde Tiere dürfen geschlachtet werden. Aber der beurteilt, aber darf ich jetzt erstmal reden? Er beurteilt auch, ob der Transport tierschutzkonform erfolgt und auch ob am Schlachthof tierschutzkonform gearbeitet wird. Und diese Tierärzte werden massiv an der Ausübung ihrer Arbeit gehindert. Das ist eher ein arbeitsrechtliches Problem. Habe ich nicht behauptet. Ich sage nur, ich nehme mein Dings. Nein, das betrifft uns aber alle. Ich kann ja ruhig zur SPD gucken, wenn Ihnen das lieber ist. Es betrifft ja Arbeitsrecht und das ist ja ein originär SPD-Thema. Und das muss man einfach wissen, dass, obwohl die da sind, um sowas umzusetzen, um letztendlich das, was wir hier beschließen, dann umzusetzen, sie werden massiv an der Ausübung ihrer Arbeit gehindert. Und das müssen wir uns einfach mal überlegen, wie wir diesen Menschen helfen können und nicht nur den Tierärzten, sondern grundsätzlich Menschen, die ihren Lebensunterhalt mit Tieren verdienen und die anständig bleiben wollen. Denen wird das Leben immer noch sehr, sehr schwer gemacht. Und das ist natürlich, würdet ihr jetzt mir sagen, wir sind hier Legislative und nicht Exekutive. Aber ich denke, man kann sich trotzdem des Problems bewusst werden und es anpacken. Das ist auch eine Sache, die auf Länderebene umgesetzt werden muss. Da sind wir alle gefordert, sich zu überlegen, was kann man da machen. Ich habe aber jetzt eine Minute, 40 Sekunden früher ausgeschaltet. Ich bedanke mich bei der Kollegin Thyssen für den vorbildlichen Beitrag zur Einhaltung der Gesamtredezeit unserer Debatte. Und würde mich freuen, wenn der Kollege Holzenkamp diesem leuchtenden Beispiel folgt. Ja, und Franz Josef Holzenkamp von der Union ist der letzte Redner hier in der Debatte zum Tierschutz. Sie haben mir eine Minute gestrichen. Gehen Sie bitte gnädig mit mir um. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren auf den Tribünen und auch am Bildschirm. Wir wissen, die Bedeutung von Tierschutz, von Tierwohl in unserem Land wächst, in der Gesellschaft. Die Sorge um das richtige Umgehen mit unseren Mitgeschöpfen, aber auch in der Landwirtschaft. Zwei Drittel aller Landwirte leben von der Tierhaltung und somit ist da Tierschutz ein elementarer Faktor. Und Tierschutz, meine Damen und Herren, ist immer mehr emotionales Thema, auch in der politischen Auseinandersetzung, manchmal auch auf Kosten der Bauernfamilien, dass sie instrumentalisiert werden. Und das ist nicht in Ordnung, finde ich. Deshalb bin ich dankbar, dass wir, und ich schaue auf meinen Fraktionsvorsitzenden, dass es gelungen ist, dieses Thema zur Kernzeit hier miteinander debattieren zu können. Meine Damen und Herren, wo kommen wir her? Wo stehen wir und wo wollen wir hin? Bei dieser Debatte muss man manchmal den Eindruck haben, als wenn alle Dinge in Deutschland in der Tierhaltung nicht in Ordnung sind. Ich möchte deshalb vorweg feststellen, zu allen vergleichbaren Ländern der Welt gelten in Deutschland höchste Standards. Bei allen Handlungsbedarf, die ich überhaupt nicht in Frage stellen. Ich weiß und wir wissen alle, dass Akzeptanz und Vertrauen in die Lebensmittelerzeugung und insbesondere der Tierhaltung schwinden, dass Menschen in unserer Gesellschaft mehr von uns erwarten. Was hat eigentlich die Landwirtschaft gerade gemacht in den letzten Jahren und Jahrzehnten? Sie ist den gigantischen Preisdruck der Märkte mit Effizienzsteigerungen erfolgreich entgegengetreten. Und das kann man den Landwirten nicht vorhalten. Das muss man eher Anerkennung. Und ich will an dieser Stelle deshalb auch ganz bewusst die Leistung gerade unserer Tierhalter in Deutschland würdigen. Das haben sie nämlich wirklich verdient, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber da wird das Dilemma deutlich, was auch schon angesprochen wurde. Wir haben die Forderung nach höheren Bedingungen, nach mehr Komfort, nach höheren Standards. Aber die Bereitschaft, hierfür auch tatsächlich mehr bezahlen zu wollen, die ist nach wie vor leider Gottes nicht da. Jedenfalls zeigt sich das immer wieder nach wie vor an dem tatsächlichen Kaufverhalten. Und dadurch haben wir ein Spannungsfeld, das auch sehr spannungsgeladen ist. Und ich kann nur feststellen, von Umfragen, meine Damen und Herren, können unsere Landwirte wirklich nicht leben.
Wir haben zurzeit keinen gesellschaftlichen Konsens über die Art und Weise der Tierhaltung und Lebensmittelerzeugung. Leider. Landwirtschaft muss sich verändern. Landwirtschaft will sich auch verändern. Das haben Sie eindrucksvoll unter Beweis gestellt bei der Beteiligung der wirtschaftlichen Brancheninitiative. Nur, wie schon erwähnt, höhere Bedingungen müssen bezahlt werden. Und zwar, meine Damen und Herren, nicht als Alimentierung. Das haben die Landwirte nicht verdient, sondern sie müssen dafür fair am Point of Sale an der Ladentheke bezahlt werden, so wie sich das letztendlich gehört. Wo wollen wir hin? Wir wollen messbare Verbesserungen haben, meine Damen und Herren, zum Tierschutz und zum Tierwohl. Und es wurden die Versuchstiere angesprochen. Deshalb haben wir ein nationales Kompetenzzentrum geschaffen, meine Damen und Herren. Wir reden nicht, wir machen. Das kennzeichnet uns aus. Und hochgeschätzte Kollegin Maisch, zum Zirkus. Kontrollieren, dass die Haltung in Ordnung ist, vollkommen richtig. Aber keine willkürlichen Verbote. Und das ist der Unterschied zwischen uns. Wir verbieten nicht willkürlich, sondern schaffen praktikable Lösungen. Und so ist es richtig. Ich möchte nicht auf die strahlenden Augen unserer Kinder in dem Zirkus verzichten, meine Damen und Herren. Und ich denke, daran liegt uns alles. Meine Damen und Herren, aber wir müssen uns verändern. Und ich habe das schon an anderer Stelle mal gesagt. Meine Damen und Herren, dieses Hamsterrad, in der sich die Landwirtschaft, die Landwirte befinden in der Tierhaltung, in der Vergangenheit immer größer, weiter, schneller, die führt uns in eine Sackgasse und ist auch im globalen Wettbewerb nicht zu gewinnen. Aber dies muss man, so einen Umbau, der notwendig ist, den ich gar nicht in Frage stelle, so eine Weiterentwicklung, die muss vernünftig stattfinden, nach dem Motto Evolution statt Revolution, miteinander statt gegeneinander und im Dialog statt in Konfrontation. Und dann sind wir vernünftig unterwegs, so wie sich das letztendlich miteinander gehört. Und ich bin unserem Minister dankbar, Herr Minister Schmidt, dass er das Dialogforum einrichtet, dass er diese Woche startet mit dem Lebensmittelgipfel, weil wir eine Gesamtverantwortung in der gesamten Erzeugungskette haben. Und wir kämpfen insbesondere, wenn es um faire Preise für Landwirtschaft geht, mit den oligopolistischen Strukturen des Lebensmittelhandels und zum Teil auch mit der industriellen Verarbeitung. Und hier ist Handlungsbedarf. Herr Minister, richtig, dass Sie sich dieser Sache stellen. Wir wollen Fortschritte erzielen in Form von praktikablen Lösungen statt willkürliche Verbote. Und deshalb haben wir letzte Woche gerade im Haushalt um zweistellige Millionenbeträge diese Ansätze erhöht. Das ist der richtige Weg, meine Damen und Herren. Nochmal, keine willkürlichen Verbote, sondern praktikable Lösungen. Und so machen wir das mit der Tierwohlinitiative. Eine Frage der Haltung. Wir machen Vereinbarungen mit der Geflügelwirtschaft. Wir haben das gehört. Wir machen ein Prüf- und Zulassungsverfahren für Haltungssysteme. Wir verbieten die Schlachtung trächtiger Rinder. Wir wollen das Schnabelkürzen ganz verbieten, so schnell wie möglich aussteigen. Wir wollen Schluss machen mit dem Töten männlicher Küken, mit der Ferkelkastration. Aber lieber Kollege Friedrich Ossendorf, wir wollen auch, dass die Landwirte zwei oder drei Optionen haben. Deshalb machen wir Forschung und nicht, dass der Landwirt, die Landwirte mit einer Sache letztendlich erpresst werden können. Und deshalb sind wir so gut und richtig unterwegs. Und es ist auch richtig, meine Damen und Herren, wir leben in Deutschland nicht auf einer Insel der Glückseligkeiten. Wir leben in Europa in einem Binnenmarkt. Und deshalb sind die Aktivitäten mit unseren befreundeten Mitgliedstaaten, mit den Hauptwettbewerbsländern, wo sich unser Minister darum kümmert, dass wir zu Absprachen und zu gemeinsamen Lösungen kommen. Sonst schießen wir uns aus dem Markt und meinen es nicht ehrlich mit unseren Landwirten. Und deshalb ist dieser Weg, meine Damen und Herren, genau richtig. Ich lade Sie alle ganz herzlich ein. Gehen Sie diesen gemeinsamen Weg mit uns zusammen, mit Respekt vor den Leistungen unserer Landwirte, denn das haben sie wirklich verdient. Herzlichen Dank.